Meine Hand ist gepudert für einen festen und trockenen Händedruck. Meine Kleidung trifft genau den schmalen Grad von legerer Eleganz und entspannter Förmlichkeit. Sunny. Ja, ruhig. Überlassen Sie mir das Reden. In Ordnung. Mr. Burley, obgleich mir bewusst ist, dass die Gepflogenheiten gebieten, Ihre Bewertung unseres Vorschlages abzuwarten, missverstehen Sie meine Unterbrechung nicht als Unhöflichkeit, sondern als Beweis für unsere tief empfundene Begeisterung über die Gelegenheit, Sie selbst und Ihre formidable Firma kennenzulernen. Ja. Und lassen Sie mich Nein, noch sagen, schon gut, hier schon und gut. Heute... Das genügt, das reicht. Verzeihung, Madam. Wir hatten vereinbart, dass meine Kollegin das Reden übernimmt. Und das zu Recht, denn Ihre Ausdrucksweise ist zuweilen gesalzen und doch ökonomisch und trifft den Kern. Das ist mir alles ganz egal. Nein, hören Sie zu und lernen Sie, junger Mann. Tee ist ein Kraut, das getrocknet wurde. Und um ihm Geschmack zu entlocken, muss man ihn aufgießen. Und zwar mit kochendem Wasser. Das heißt, das Wasser muss kochen. Überall, wo ich in diesem Land hinkomme, wird mir dieser himmelschreiende Unsinn hingeknallt. Mit einem Teebeutel, der auf dem Rand liegt. Was mir die lächerliche Tätigkeit abverlangt, ihn eintunken zu müssen in diese lauwarme Pisse. Auf dass sich irgendwann wenigstens ansatzweise eine Verfärbung einstellt. Und in meinem Alter fehlt mir die Zeit dafür. Das hatte ich genau damit gemeint.